Hallo und willkommen bei Tinas Kinderküche mit mir und mit dem Oskar. Wir haben euch extra für euch begleitet, damit ihr schon mal viel Spaß vorher habt. Und was gibt es Besseres als Pfannkuchen vom Bäcker zum Faschingsdienstag? Sicherlich, aber wir haben mal einfach Quarkkrapfen selber gemacht und die wollen wir euch vorstellen. Probiert es aus, vielleicht habt ihr Lust, das mit euren Kindern zu machen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Für unsere Faschingsdienstags-Quarkkrapfen brauchen wir heute 300 Gramm Mehl, in dem Fall ist das Weizenmehl, 3 Eier, 250 Gramm Quark, Magerstufe, 100 Gramm Zucker und eingestrichenen Esslöffel Backpulver. Zum Ausbacken für die Quarkkrapfen könnt ihr nehmen entweder Butterschmalz, wenn ihr da habt, oder eben Rapsöl, weil das ist gut hitzebeständig. Und dann braucht ihr noch etwas Zucker, weil die da drin dann nochmal gewendet werden, damit ein schöner Zuckermantel drumherum ist. So, aus den ganzen Zutaten machen wir einen Teig. Zuerst das Weizenmehl, sieben, das ist immer wichtig, damit das Gebäck auch schön fein und fluffig wird. Dann macht ihr einfach alle anderen Zutaten hinein. Ich mache das in einer Küchenmaschine. Ihr könnt das natürlich auch mit einem elektrischen Handrührgerät machen. Oder ihr könnt das auch bloß mit einem, wenn ihr das alles nicht da habt, mit einem Kochlöffel oder Teigschaber zu einem geschmeidigen Teig vorrühren. So, zum Schluss mache ich noch die Eier. Und jetzt kommt das in die Küchenmaschine bei mir. Den stelle ich jetzt hier erstmal hin mit 2 Esslöffeln, weil ich die zum Abstechen nehme für die Quarkkrapfen. Ihr macht euch einen Topf auf dem Herd, stellt auf groß und müsst jetzt natürlich erstmal das Öl zum Erhitzen bringen auf ca. 180 Grad. Jetzt ist es ja so, dass man nicht unbedingt einen Thermometer hat und gucken kann, ob es genau 180 Grad sind. Wer eine Fritteuse hat, kann es genau einstellen. Da ist es gut, beim Topf ist es schwierig und dann machen wir wieder die Holzlöffelprobe. Mit dem Stiel von einem Holzlöffel in das Öl rein und wenn sich ringsherum ganz kleine Bläschen bilden, ist das Öl genau richtig, es ist heiß genug und dann müsst ihr natürlich auch beim Herd die Stufe runterstellen, sodass das einfach bloß die Hitze hält und nicht noch heißer macht. Ja? So, da kann schon eine ganze Flasche in diesen Topf rein, damit ihr auch wirklich im schwimmenden Öl ausbacken könnt, die Quarkkrapfen. Schon die Bläschen. Hier sind sie zu sehen schon. Ich habe Induktionsherd, deswegen geht das immer ziemlich schnell bei mir. Und da stelle ich das jetzt schon ein bisschen runter. Nochmal hier an der Seite. Na, hier kann auch ein bisschen. Na, jetzt geht's los. So, ich steche mit einem Esslöffel, nehme ich mir etwas Teig raus. Und dann kommt die hier rein. So, ich gebe immer so 2 rein. Und dann versuche ich das schön zu schütteln. Und so mache ich das dann mit allen. Kann man auch so drüber geben noch. Quarkkrapfen. Machen wir es mal mit rein.
So, und fertig sind unsere Quarkkrapfen. Wir lassen uns die jetzt schmecken. Probiert ihr das Rezept aus. Ich kann es nur empfehlen. Bis bald zum nächsten Video. Tschüss!